Die Erstürmung des US-Kapitols in Washington am 6. Januar des vergangenen Jahres wirft weiter viele Fragen auf. Die wichtigste davon, wie viel Verantwortung trägt der frühere Präsident Donald Trump dafür, dass ein aufgebrachter Mob stundenlang wüten konnte? Seit Monaten sucht ein Untersuchungsausschuss Antworten. Seine Mitglieder sind davon überzeugt, dass der damals noch amtierende Präsident seine Anhänger angestachelt hat und dann gewähren ließ. Deshalb entschieden sie jetzt, Trump soll unter Eid aussagen und persönlich Rede und Antwort stehen. Erstmals veröffentlichte Aufnahmen zeigen, wie demokratische Abgeordnete während des Angriffs auf das Kapitol am 6. Januar 2021 per Telefon versuchen, Schutz durch die Nationalgarde oder Einheiten des Verteidigungsministeriums zu organisieren. Wir haben Senatoren, die sich immer noch versteckt halten. Wir brauchen sofort massive Verstärkung. Kann die Nationalgarde von Maryland auch kommen? In seiner mutmaßlich letzten Sitzung präsentierte der zuständige Untersuchungsausschuss zahlreiche neue Dokumente. Sie zeigen unter anderem, dass der Secret Service bereits Ende Dezember auf Angriffspläne unter Trump-Anhängern hingewiesen wurde. Dennoch hätten das Weiße Haus und Trump nicht versucht, den Marsch auf das Kapitol zu stoppen. Dafür müsse er sich nun vor dem Ausschuss verantworten. Die entscheidende Kraft hinter dem 6. Januar war ein Mann allein, Donald Trump. Ihm sind viele andere gefolgt. Nichts von dem wäre ohne ihn passiert. In einer ersten Reaktion äußerte sich Trump nicht dazu, wie er weiter vorgehen wolle. Stattdessen attackierte er den Zeitpunkt der Vorladung. Warum hat der ungewählte Ausschuss mich nicht schon vor Monaten vorgeladen? Warum haben Sie bis zum Ende des Verfahrens gewartet? Experten bezweifeln, dass Donald Trump der Vorladung folgt. Aber selbst wenn, kann er die Aussage verweigern, zum Beispiel um sich nicht selbst zu belasten. Dem Ausschuss läuft derweil die Zeit davon. Bei den Kongresswahlen im November drohen die Demokraten, ihre Mehrheit zu verlieren. Weitere Untersuchungen der Attacke dürften dann vom Tisch sein. Im Morgenmagazin hat mein Kollege Till Nassif ARD-Korrespondent Torben Börgers gefragt, welche Bedeutung die Vorladung denn nun für Trump hat. Ja, diese Vorladung ist tatsächlich auf der einen Seite ein Paukenschlag am Ende eines monatelangen Verfahrens und auf der anderen Seite wahrscheinlich nicht mehr als ein symbolischer Akt. Es ist eher ungewöhnlich, dass ein ehemaliger Präsident vor einem Untersuchungsausschuss aussagen muss, und es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass Donald Trump das tatsächlich wird tun müssen, denn er hat jetzt mehrere Optionen. Er kann diese Vorladung schlichtweg ignorieren, dann riskiert er eine Strafanzeige wegen Missachtung des Kongresses. Er kann dieser Vorladung aber auch Folge leisten und dann seine Aussage verweigern, damit er sich zum Beispiel nicht selbst belasten muss. Und genau das haben in diesem Verfahren vor ihm bereits 30 andere Republikaner getan. Was hat denn dieser Untersuchungsausschuss bisher zutage gefördert, auch im Hinblick auf die Verwicklung von Trump in diese Vorfälle am Kapitol? Der Ausschuss ist überzeugt davon, dass Donald Trump einen mehrstufigen Plan hatte für den Fall, dass er diese Wahl verlieren würde. Und die Stufe 1, die sah vor, dass er schlichtweg seinen eigenen Sieg verkündet. Das ungeachtet von der Auszählung der tatsächlichen Stimmen. Das haben zwei ehemalige Berater von ihm schon Wochen vor der Wahl in vertraulichen Gesprächen angekündigt. Und Stufe 2 sah vor die Verbreitung der Lüge von der gestohlenen Wahl. Donald Trump behauptet ja bis heute ohne Belege, dass es in großem Stil Wahlbetrug gegeben hat. 62 Klagen hat sein Team dagegen eingereicht. 61 wurden sofort abgeschmettert. Eine kam durch, allerdings nur mit geringen Auswirkungen. Und Stufe 3 sah tatsächlich die Stürmung des Kapitols vor. Also der Versuch, physisch zu verhindern, dass Joe Biden als neuer Präsident vereidigt werden wird können. Und der Ausschuss ist überzeugt, dass Donald Trump wusste, was sich dort zusammenbraut, dass dieser Mob gewalttätig ist. Und er hat laut Ausschuss nicht nur nichts unternommen, um ihn zu stoppen, sondern ihn sogar noch angeheizt. Und können diese Erkenntnisse Trump in irgendeiner Form noch gefährlich werden? Ihm werden ja auch Ambitionen nachgesagt, nochmal zu kandidieren. Theoretisch schon, sehr wahrscheinlich ist das aber nicht. Der Ausschuss hat heute noch einmal betont, dass er nicht für die Strafverfolgung zuständig ist. Er kann eine Empfehlung abgeben und wird das möglicherweise auch tun. Die Entscheidung darüber liegt dann aber beim Justizministerium und dem Ausschuss läuft die Zeit davon. Im November sind Kongresswahlen. Die Demokraten drohen, ihre Mehrheit zu verlieren und die Republikaner würden diesen Ausschuss wahrscheinlich sofort auflösen und damit jede weitere Untersuchung unterbinden. Deswegen will der Ausschuss auch unbedingt noch vor Weihnachten seinen Abschlussbericht vorlegen.